Ein schwarzes Loch und ein Stern, der 13,2 Milliarden Jahre alt ist. Beide gehören zu unserer Milchstraße. Und beide sind hier entdeckt worden, in der europäischen Südsternwarte in Chile, Südamerika. Ein Mann aus Kassel ist dorthin geflogen, um sich die drei Sternwarten anzuschauen. Klaus-Peter Haupt, Leiter des Physikclubs Kassel. In einem Video, das er in Chile gedreht hat, zeigt er die drei Sternwarten der ESO, das ist die Abkürzung für Europäische Südsternwarte, und erklärt detailliert, wie Teleskope und Technik funktionieren, wie gestochen scharfe Bilder von Objekten in einer Entfernung geschossen werden, die für Menschen kaum vorstellbar ist. Wir zeigen Ausschnitte des Videos, das bei Klaus-Peter Haupt erhältlich ist. Ein Mitarbeiter der ESO brachte mich von der Basisstation in 2900 Metern Höhe zur Forschungsebene auf das Hochplateau in 5050 Meter Höhe. Nach einer dreiviertelstündigen Fahrt tauchte ALMA auf, das größte, leistungsfähigste und höchste Teleskop der Erde. ALMA kann zoomen. Otto und Lore können die Teleskope weit auseinanderbringen, dann kann ALMA an das Objekt heranzoomen und größte Details untersuchen. Es ist nicht einfach, in dieser großen Höhe hier zu arbeiten. Auch ich wurde ständig überwacht, Sauerstoffkonzentration im Blut gemessen und sehr oft musste ich aus der mitgebrachten Sauerstoffflasche einen großen, kräftigen Zug nehmen. Hier steht ein Supercomputer, der die Signale aller möglichen 1125 Teleskopkombinationen mehr als eine Milliarde Mal pro Sekunde kombiniert, in Glasfaserkabeln einspeist und dann zur Basisstation leitet. Einer der schnellsten Computer der Erde und mit Sicherheit derjenige in der größten Höhe, 5050 Meter. Otto und Lore sind zwei schwergewichtige Transporter. Sie haben die Aufgabe, die fertigen 100-Tonnen-Teleskope in einer Tagesreise von 2900 Metern auf 5050 Meter zu bringen. Dazu haben beide Fahrzeuge ein eigenes Kraftwerk, denn die Teleskope müssen während der Fahrt mit Energie versorgt werden, damit die Kühlung aufrechterhalten werden kann. Die gewaltigen 130-Tonnen-Transporter können auf der Hochfläche aber auch die Teleskope umstellen und somit eine Zoomlinse erzeugen. ALMA kann durch dichte Staubwolken hindurchsehen und hier sehen wir die Geburt eines 500 Sonnenmassen gigantischen Sternes. Höhe von fast 2700 Meter, da liegt das VLT, das modernste Teleskop der Erde, in einer absoluten staub- und wasserdampffreien Zone. Es besteht aus den vier Unit-Teleskops, die jeder einen Spiegel von 8,20 Meter Durchmesser haben und den vier frei beweglichen Zusatzteleskopen, die immer noch auf 1,80 Meter Spiegeldurchmesser kommen und die zusammen ein Superfernrohr bilden, das einen Durchmesser von 200 Metern hat, das VLT-Interferometer.